We may ask the question as whether the mind can be without the body, or the body can be without the mind. Und wir können uns die Frage stellen, ob der Geist ohne den Körper sein kann oder ob der Körper ohne den Geist sein kann. Can we take the mind out of the body and the body out of the mind? Können wir den Geist aus dem Körper herausnehmen oder den Körper aus dem Geist herausnehmen? In the light of our meditation, looking deeply, we find that it is impossible to remove mind from body and body from mind. Aber wenn wir im Licht unserer Meditation in die Tiefe sehen, finden wir, dass es unmöglich ist, den Körper aus dem Geist zu entfernen oder den Geist aus dem Körper zu entfernen. Again, we come back to the example, the left and the right of the sheet of paper. Und wir kommen wieder zurück zu dem Beispiel mit der linken und rechten Seite eines Blattes Papier. There is a tendency to think that the right is not the left and the left is other than the right. Und wir tendieren dazu zu denken, dass die Linke etwas anderes ist als die Rechte und die Rechte etwas anderes als die Linke. But there is a deep connection between left and right to the point that you cannot remove the right from the left and the left from the right. Aber es gibt eine tiefe Verbindung zwischen der Linken und der Rechten, so weit, dass man die Linke nicht aus der Rechten entfernen kann und die Rechte nicht aus der Linken. And if the right is not there, there is no way that the left can be there. Und wenn die Rechte nicht da ist, ist es vollkommen unmöglich, dass die Linke da ist. So our notion that the body can be without the mind and the mind can be without the body is a wrong notion. So unsere Vorstellung davon, dass es einen Körper ohne Geist oder einen Geist ohne Körper geben könnte, ist eine verkehrte Vorstellung. Without body, the function of the mind is not possible. Ohne einen Körper kann der Geist nicht funktionieren. And without the mind, the body cannot be a living body. Und ohne den Geist kann der Körper kein lebendiger Körper sein. So mind and body are two manifestations of the same, which is like the left and the right are the two sides of the sheet of paper. Körper und Geist sind also zwei Manifestationen ein und desselben, etwa so wie die linke und die rechte oder die beiden Seiten eines Blattes Papier. In the beginning, when we learn the 16 exercise of mindfulness breathing, we might think that the body is different from the mind, and the first four exercises are to take care of our body. Und wenn wir anfangen, die 16 Übungen des achtsamen Atmens zu lernen, dann kann es sein, dass wir denken, der Körper, der Geist sei etwas vom Körper Verschiedenes. Und deswegen geht es in den ersten vier Übungen darum, uns um den Körper zu kümmern. The first one is, the first exercise is to be aware of your in-breath and out-breath. Und in der ersten Übung geht es darum, uns unserer Ein- und Ausatmung bewusst zu werden. Breathing in, I know this is an in-breath. Breathing out, I know this is an out-breath. Ich atme ein, ich weiß, dass dies eine Einatmung ist. Ich atme aus, ich weiß, dies ist eine Ausatmung. And those of us who have practiced, we know that although the exercise is very simple, the outcome is great because we might get free just by focusing our attention on our in-breath and out-breath. Und diejenigen von uns, die dies bereits praktiziert haben, wissen, obwohl diese Übung sehr einfach aussieht, ist das Ergebnis ein sehr machtvolles, denn wir können frei werden, indem wir lediglich unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem konzentrieren. The second exercise of mindful breathing is breathing in. I follow my in-breath from the beginning to the end. Und in der zweiten Übung geht es darum, der Einatmung von Anfang bis Ende zu folgen. And during the time of breathing in, you cultivate not only mindfulness, but also concentration. Und während der Zeit der Einatmung kultivieren wir nicht nur Achtsamkeit, sondern auch Konzentration. And we know that where there is mindfulness and concentration, there is also insight.
Und wir wissen, dass dort, wo Achtsamkeit und Konzentration sind, auch Einsicht ist. And it's possible to enjoy your in-breath and out-breath. It is also a pleasure to just follow your in-breath and your out-breath. You don't have to suffer during the practice. Und es ist möglich, die Ein- und Ausatmung zu genießen, und es ist auch möglich, ganz und gar an der Ein- und der Ausatmung Vergnügen zu haben, und wir brauchen nicht zu leiden, wenn wir ein- und ausatmen. Remember yesterday a little girl asked, how come meditation is so difficult? Erinnert ihr euch, gestern hat ein Kind gefragt, wieso Meditation so schwierig ist? And I asked her, can you smile beautifully? Tai hat das kleine Mädchen gefragt, kannst du schön lächeln? She said, yes. Und sie hat gesagt, na, ja. And I said, that is meditation. Und Tai hat gesagt, siehst du, das ist Meditation. You smile and you become fresh and you feel wonderful while you smile and feel fresh. That is already meditation. Du lächelst und du fühlst dich frisch und wunderbar, und das ist bereits Meditation. So while we breathe and we walk, we can experience a lot of pleasure and peace and joy. So während wir atmen und gehen, können wir das sehr genießen und können Freude und Glück erfahren. The third exercise is breathing in. I'm aware of my whole body. Und in der dritten Übung geht es darum, ich atme ein, ich bin mir meines gesamten Körpers bewusst. And we reconnect with our body every time we become aware that our body is there. Und jedes Mal, wenn wir uns unseres Körpers bewusst werden, der Tatsache, dass unser Körper da ist, setzen wir uns wieder mit ihm in Verbindung. And when body and mind are together, we are truly there in the here and the now, in order to live deeply every moment of our daily life. Und wenn Körper und Geist so zusammen sind, dann sind wir wirklich da im gegenwärtigen Moment, und wir sind in der Lage, unser Leben wirklich tief zu leben. Being with your body, you may notice that there is tension and pain and stress in your body. Und wenn wir mit unserem Körper sind, dann kann es sein, dass wir bemerken, dass Stress, Spannungen und Schmerzen in unserem Körper sind. And that is why you would like to do something in order to release the tension and reduce the pain in your body. Und deswegen würden wir gern etwas tun, um diesen Schmerz, diese Spannungen zu erleichtern, zu lösen. And that is why we need the fourth exercise of mindful breathing. Breathing in, I release the tension in my body. Und deswegen brauchen wir die vierte Übung des achtsamen Atmens. Ich atme ein, ich löse die Spannungen in meinem Körper. And this we can do in a lying position, a sitting position, a standing position, or walking position. Und wir können dies tun im Liegen, im Sitzen, im Stehen oder im Gehen. We can do it also when we drive our car or cook our breakfast. Und wir können dies auch tun, während wir Auto fahren oder das Frühstück zubereiten. We don't have to set a special time to do these things. Wir brauchen uns nicht extra Zeit zu nehmen, um diese Dinge zu tun. So we already know that although these four exercises are to help handle our body, but the mind is deeply involved in it already. Und wir wissen, dass obwohl die ersten vier Übungen dafür da sind, sich um den Körper zu kümmern, der Geist ist bereits sehr tief in diese Übungen einbezogen. Without the mind, we cannot take care of our body, and without the body, we cannot take care of our mind. Wir wissen, dass wir ohne den Geist uns nicht um unseren Körper kümmern können und ohne den Körper nicht um unseren Geist. Just imagine the left is taking care of the right and the right is supporting the left. They are not enemies. Stellt euch einfach nur vor, die Linke würde sich um die Rechte kümmern und die Rechte kümmert sich um die Linke und die beiden sind keine Feinde. So with the fifth exercise we come to the realm of the feeling. So mit der fünften Übung kommen wir in den Bereich der Gefühle. And the fifth exercise is to produce a pleasant feeling, a feeling of joy.
Und in der fünften Übung geht es darum, ein angenehmes Gefühl, ein Gefühl der Freude zu produzieren. As a practitioner, we should be able to create a feeling of joy whenever we want. Und als jemand, der praktiziert, sollten wir in der Lage sein, ein Gefühl der Freude hervorzubringen, wann immer wir möchten. And we know how. Und wir wissen, wie wir das tun können. When you bring your mind back to the here and the now, you recognize so many conditions of joy and happiness that are available in that moment. And that is why it's natural to easy to produce a feeling of joy. Wenn ihr in das Hier und Jetzt zurückkehrt, könnt ihr so viele Bedingungen für das Glück im Hier und Jetzt erkennen, dass es leicht ist, dass keine Schwierigkeit darin besteht, ein Gefühl der Freude hervorzubringen. The sixth exercise is to produce a feeling of happiness. Und in der sechsten Übung geht es darum, ein Gefühl des Glücks zu produzieren. Happiness is possible now. Glück ist jetzt möglich. And here. Und hier möglich. Because with mindfulness you recognize that you are so lucky that there are more than enough conditions for us to be happy right here and right now. Denn mit Hilfe der Achtsamkeit können wir erkennen, dass wir großes Glück haben, dass bereits so viele Bedingungen für das Glück im Hier und Jetzt vorhanden sind. And that is already awakening. Und dabei handelt es sich schon um ein Erwachen. You don't need to practice 10 years in order to attain awakening. Wir brauchen keine 10 Jahre zu praktizieren, um ein Erwachen zu ermöglichen. You need only to breathe in for a few seconds and you get enlightened on the fact that it is possible to be happy right here and right now. Wir müssen nur ein paar Mal ein- und ausatmen und wir werden erleuchtet sein und erkennen, dass es möglich ist, hier und jetzt glücklich zu sein. And that is why we tell each other, we remind each other that mindfulness and concentration are sources of happiness. Und deswegen können wir uns gegenseitig daran erinnern, dass Achtsamkeit und Konzentration Quellen des Glücks sind. Many people believe that more wealth, more power, more fame will make you happy. But for those of us who practice mindfulness, we know that mindfulness is a source of happiness. Und viele Menschen glauben, dass mehr Reichtum, mehr Ruhm und mehr Macht die Quelle zum Glück sind und uns glücklicher machen, aber wir wissen, dass Achtsamkeit eine Quelle des Glücks ist. When a painful feeling or emotion arises, a practitioner is capable to recognize it and to embrace it tenderly without the desire to suppress it. Und wenn ein schmerzhaftes Gefühl auftritt, dann kann jemand, der praktiziert, er oder sie können dieses Gefühl zärtlich erkennen und umarmen, ohne es unterdrücken zu wollen. I'm breathing in, I'm aware of the pain in me. Ich atme ein, ich bin mir des Schmerzes in mir bewusst. This is a practice of simple recognition of the painful feeling that is arising. Und dies ist die Praxis des einfachen Erkennens des Schmerzes, der in mir auftritt. There is the energy of pain, but there is also the energy of mindfulness that is embracing the pain. Es gibt diese Energie des Schmerzes, aber es gibt auch die Energie der Achtsamkeit, die die Energie des Schmerzes umhüllt, umarmt. For those who do not practice, they allow the pain to overwhelm them, but for those of us who know the practice, we always use the energy of mindfulness in order to recognize and to embrace tenderly the energy of pain. Und diejenigen, die nicht praktizieren, lassen sich von dem Gefühl des Schmerzes überwältigen, aber wir, die wir praktizieren, wissen, dass wir immer dieses Gefühl des Schmerzes umarmen können mit der Energie der Achtsamkeit. And when we know how to embrace tenderly our pain, we get a relief. Und wenn wir wissen, wie wir unseren Schmerz zärtlich umarmen können, dann werden wir Erleichterung erfahren. And that is the practice of the eighth exercise of mindful breathing, relieving the pain, bringing a relief to the painful feeling or emotion.
Und dies ist die Praxis der achten Übung des achtsamen Atmens, den Schmerz erleichtern, dem Schmerz Erleichterung zufügen. Every time noticing that a painful feeling or a painful emotion is coming up, the good practitioner always come back to her mindful breathing to generate energy of mindfulness in order to recognize and to embrace the pain the way a loving mother recognizes the pain, the suffering of her child, and embraces her child lovingly into her arms. Und jedes Mal, wenn ein schmerzvolles Gefühl auftritt, wird jemand, der richtig praktiziert, oder sie, er oder sie werden es verstehen, dieses schmerzhafte Gefühl zärtlich zu umarmen, es zärtlich zu umhüllen, es zu erkennen, etwa so wie eine liebende Mutter ihr Kind, ihr leidendes Kind in den Arm nimmt und es zärtlich wiegt. So with these four exercises, the practitioners know how to handle and happiness and pain. Das heißt, mit diesen vier Übungen hinsichtlich der Gefühle wissen wir, die wir praktizieren, sowohl wie wir mit Glück als auch wie wir mit Schmerz umgehen können. If we know to handle happiness, we might be able to nourish and keep it lasting. Und wenn wir wissen, wie wir mit dem Glück umgehen müssen, dann werden wir auch wissen, wie wir es ernähren und dauerhaft machen können. And we can nourish our love, our peace, our happiness for a long time. Und wir werden unsere Liebe, unseren Frieden, unser Glück für eine lange Zeit nähren und behalten können. And when there is pain, we are not afraid because we know how to handle pain, how to get a relief and transform the pain into something else. Und wenn Schmerz auftritt, dann müssen wir keine Angst haben, weil wir wissen, wie wir mit dem Schmerz umgehen können und wie wir diesen Schmerz in etwas anderes verwandeln können. With the next exercise of mindful breathing, we come to the realm of the mind. Und mit der nächsten Übung des achtsamen Atmens kommen wir in den Bereich des Geistes. And the nine is to the nine exercise is to recognize any mental formation when it arises. Und in der neunten Übung geht es darum, sich jeder Geistesformation, die auftritt, bewusst zu werden. There are 51 categories of mental formation. Es gibt 51 Kategorien von Geistesformationen. There are good mental formations like joy, happiness, brotherhood, tolerance. Es gibt gute Geistesformationen wie Freude, Glück, Brüderlichkeit und Toleranz. Mindfulness, concentration, understanding, love. Achtsamkeit, Konzentration, Verständnis und Liebe. There are also negative mental formations like anger, fear, despair, jealousy. Es gibt auch negative Geistesformationen wie Wut, Furcht und Eifersucht. So all these mental formations are in our consciousness in form of seed, and every time one of them manifests as energy, and then we should be able to be there to recognize them. Also alle diese Geistesformationen befinden sich in unserem Speicherbewusstsein in der Form von Samen, und jedes Mal, wenn eine solche Geistesformation auftritt, sollten wir in der Lage sein, sie zu erkennen. It's helpful if you can study the 51 categories of mental formations and know about their characteristics, so that when each of them come up, you can recognize it and call it by its true name. Und es hilft, wenn ihr diese 51 Kategorien der Geistesformationen studiert und ihre Eigenschaften kennt, sodass ihr jedes Mal, wenn einer auftritt, ihr in der Lage seid, sie bei ihrem wahren Namen zu nennen. Hello there, my mental formation. Your name is jealousy, I know you. Hallo, meine liebe Geistesformation. Du heißt Eifersucht und ich kenne dich. I will take care of you. Ich werde mich um dich kümmern. That is the 9 exercise of mindful breathing. Dies ist die 9. Übung des achtsamen Atmens. You sit on the bank of the river of mental formations and recognize any mental formation that arises. Ihr sitzt am Ufer des Flusses der Geistesformationen und erkennt jede solche Formation, die auftritt. The 10th
is to make the landscape of the mind beautiful. In der zehnten Übung geht es darum, die Landschaft des Geistes zu verschönern. We know that there are good mental formations down there in the depth of our consciousness, like love, forgiveness, joy, understanding. Wir wissen, dass es da unten im Speicherbewusstsein gute Geistesformationen gibt, wie Liebe, Vergebung, Freude, Glück. And we should be able in our daily life to help them, to give them a chance to manifest as a beautiful mental formation. Und wir sollten in unserem täglichen Leben in der Lage sein, ihnen dabei zu helfen, ihnen eine Chance zu geben, sich zu manifestieren. Whenever the mental formation of compassion and joy arises, we feel wonderful. Wann immer die Geistesformation der Freude, des Mitgefühls aufkommt, fühlen wir uns wunderbar. And we have many good mental formations like that in our consciousness, and we should give them a chance to manifest as often as possible. Und viele gute solcher Geistesformationen befinden sich in unserem Bewusstsein, und wir sollten diesen die Chance geben, sich so oft wie möglich zu manifestieren. And we know that our partner, our beloved one, also has good things in themselves, and we may like to say or do something to give these good things in him or her to come up that will make him or her happy. Und wir wissen auch, dass viele gute Dinge in unserem Partner sind und unserer Partnerin, und wir sollten ihm oder ihr dabei helfen, diese guten Dinge sich manifestieren zu lassen, um sie oder ihn glücklich zu machen. You do not water the seed of anger and fear and jealousy in her. You only water the seed of joy, of happiness, of compassion in her. Und ihr solltet nicht die Samen der Furcht und der Wut in eurem Partner, in eurer Partnerin wässern, sondern lediglich die Samen der Freude, des Glücks und des Mitgefühls. And this practice is called a practice of selective watering that we have learned when we spoke about right diligence. Und diese Praxis wird die Praxis des selektiven Bewässerns genannt, und wir haben sie kennengelernt, als wir über rechte Anstrengung gesprochen haben. The element is to practice concentration, concentrating our mind. In der elften Übung geht es um die Praxis der Konzentration, den Geist zu konzentrieren. To meditate means to be there and concentrate on the object of your meditation. Zu meditieren heißt, da zu sein und sich auf das Objekt unserer Meditation zu konzentrieren. The object of your meditation may be your body, or your anger, or your despair. Und das Objekt eurer Meditation kann euer Körper sein, oder eure Wut, oder eure Verzweiflung. The object of your meditation may be your happiness, may be the kingdom of God, may be the pure land of the Buddha. Das Objekt eurer Meditation kann euer Glück sein, es kann das Reich Gottes sein, oder das reine Land des Buddha. During that time you only have one object. Und während dieser Zeit habt ihr nur ein Objekt. You wholly concentrate your mind in just one object. Und ihr konzentriert euren Geist ganz und gar in dieses eine Objekt. It is like a lens receiving rays of light of the sun rays. Wie eine Linse, die in die das Sonnenlicht einstrahlt. And the rays will converge into one spot here. Und diese Sonnenstrahlen werden auf einen einzelnen Punkt zusammengeführt. And if you give the object of your concentration right at that object, there will be enough power to burn the piece of paper that you are holding. Und wenn ihr ein Stück Papier genau auf diesen Punkt haltet, wird der Sonnenstrahl stark genug sein, um dieses Papier anzuzünden. So when you concentrate all your mind at one point, you may be able to make a breakthrough into the nature of the object of your meditation, and you get the kind of
vision, insight that will help liberate you. Wenn es euch also gelingt, all eure Konzentration auf diesen einen Punkt zu fokussieren, dann wird euch ein Durchbruch gelingen und ihr werdet Einsicht erlangen in die Natur des Objektes eurer Meditation. The practice of concentration has the power to liberate you. Die Praxis der Konzentration hat die Macht, euch zu befreien. Concentrating on the object of your mind and liberating on liberating your mind. Auf das Geistesobjekt konzentrieren und den Geist befreien. It's very clear. Liberation is the Buddhist term for salvation. Und es ist ganz klar, Befreiung ist der buddhistische Begriff für Erlösung. And in Buddhism it's very clear what binds you. What does not allow you to be free is anger, is craving, is delusion. Und es ist ganz klar im Buddhismus, was euch festhält, was euch bindet, was euch daran hindert, frei zu sein, sind Verlangen, Begehren, sind Wut und Illusion. We want to be liberated from craving, from anger, from violence, and from delusion. Und wir möchten gerne befreit werden von diesem Begehren, von diesem Verlangen, von dieser Wut und von dieser Illusion. Because the cause of our suffering is these things: anger, craving, delusion. Denn sie sind die Ursachen unseres Leides: die Wut, das Verlangen und die Illusion. Speaking in terms of salvation, what we want to be saved from is our anger, our fear, our delusion. Und wenn wir in den Begriffen der Erlösung sprechen, dann ist das, wovon wir erlöst werden möchten, sind das, wovon wir erlöst werden möchten, unsere Wut, unsere Furcht, unsere Illusionen. And happiness is possible when we get liberated from these elements. Und Glück ist möglich, wenn wir von diesen Elementen befreit werden. With the 8 exercises of mindful breathing, you are only capable of getting a relief. In der 8. Übung sind wir zunächst erstmal in der Lage, eine Erleichterung vom Schmerz zu erzielen. Only with the 11th exercise and the 12th exercise could you liberate yourself entirely from the pain. Und erst mit der 11. und 12. Übung werdet ihr in der Lage sein, euch ganz und gar von diesem Schmerz zu befreien. And that is why the next 4 exercises is to offer us a few practices of concentration that can help us liberated from the craving, the anger, the fear and the illusion that have been keeping us suffer. Und deswegen geht es in den nächsten 4 Übungen darum, uns einige Möglichkeiten der weiteren Konzentration zu geben, die uns dabei helfen werden, uns zu befreien von der Wut, von der Furcht und der Illusion, die uns so lange hat leiden lassen. In the Buddhist tradition we speak of many practices of concentration. In der buddhistischen Tradition sprechen wir über viele verschiedene Praktiken der Konzentration. And one that is very popular is the contemplation on impermanence. Und eine solche sehr populäre Praxis ist die Praxis der Betrachtung der Vergänglichkeit. Everything is impermanent, but we live as if they are permanent. Alles ist vergänglich, aber wir leben so, als sei alles unvergänglich. And that is why the contemplation on impermanence can help us to be free from many afflictions like anger, fear and so on. Und deswegen kann die Praxis der Betrachtung der Vergänglichkeit uns dabei helfen, uns von diesen Anfechtungen zu befreien, wie der Furcht, der Illusion, der Wut und so weiter. Suppose you are angry at your partner. Nehmen wir mal an, ihr seid wütend auf euren Partner, eure Partnerin. He just said something that makes you suffer deeply,
and you suffer so much that you want to say something back in order to make him suffer. Er oder sie haben gerade etwas gesagt, was euch sehr tief hat leiden lassen, und ihr möchtet unbedingt etwas antworten, was ihn oder sie leiden lassen wird. And you believe that if you can say something to make him suffer, and then you will suffer less. Und wir glauben, wenn es uns nur gelingt, ihm oder ihr etwas zu sagen, was ihr sehr weh tut, dann werden wir weniger leiden. And we are intelligent enough to see that this is a kind of childish behavior, but many of us still do that. Und obwohl wir intelligent genug sind zu sehen, dass das ein eher kindisches Verhalten ist. If you say something that make him suffer, and then he will try to get a relief by trying to say back something that make you suffer. Denn wenn wir etwas sagen, was unseren Partner, unsere Partnerin noch mehr leiden lässt, dann werden er oder sie wiederum etwas sagen, was uns noch mehr leiden lässt. And both of you are practicing the escalation of anger. Und ihr beiden praktiziert dann die Eskalation der Wut. So, suppose we do some concentration on impermanence. Nehmen wir also mal an, wir praktizieren eine Konzentration auf die Vergänglichkeit. Suppose you don't say anything, you just close your eyes and you breathe in. Nehmen wir mal an, dass anstelle etwas zu sagen, wir einfach unsere Augen schließen und einatmen. And the time, the 3-4 seconds, during the time of 3 or 4 seconds of breathing in, you visualize the other person, your beloved one, 300 years from now. Und während dieser 3 oder 4 Sekunden des Einatmens visualisieren wir, stellen wir unseren Partner in 300 oder 400 Jahren vor. What will he become 300 years from now? Was wird dann aus ihm oder ihr geworden sein? And what you will become 300 years from now? Und was wird aus uns in 300 bis 400 Jahren geworden sein? So the impermanence, the concentration on impermanence bring you an insight right away. Diese Konzentration auf die Vergänglichkeit bringt uns also sogleich eine Einsicht. You know that he is impermanent, you are impermanent, and it is really silly to make each other suffer like this in the present moment. Wir wissen, dass wir vergänglich sind, dass unser Partner, unsere Partnerin vergänglich ist und dass es wirklich idiotisch ist, sich so in der Gegenwart weh zu tun. The breathing realize the concentration on the impermanence that will bring the insight of impermanence so that you can touch the nature of impermanence in him and in you at the same time. Es ist also das Atmen, die Konzentration auf die Vergänglichkeit, die die Einsicht der Vergänglichkeit in uns entstehen lässt. Und wir können so diese Natur der Vergänglichkeit in unserem Partner und in uns selbst berühren. Breathing in, you practice the concentration on impermanence. Breathing out, you have already the insight of impermanence. Und indem wir einatmen, praktizieren wir die Konzentration auf die Vergänglichkeit, und indem wir ausatmen, haben wir bereits die Einsicht in die Vergänglichkeit. And when you open your eye, you are happy that he is still alive. Und wenn wir unsere Augen wieder aufmachen, sind wir froh, dass er oder sie noch am Leben sind. And the only thing you want to do is open your arms and hug him. Und alles, was wir tun möchten, ist unsere Arme zu öffnen und ihn oder sie zu umarmen. Breathing in, darling, I know that you are still alive. Breathing out, I am so happy. Ich atme ein, Liebling, ich weiß, dass du am Leben bist. Ich atme aus, ich bin so glücklich. So it is not the idea, the notion of impermanence that can save you, that can free you, but the insight of impermanence. Es ist also nicht die Idee, der Begriff der Vergänglichkeit, der uns befreien kann, der uns erlösen kann, sondern es ist die Einsicht in die Vergänglichkeit. Intellectually, all of us know that everything is impermanent. Intellektuell wissen wir alle, dass alles vergänglich ist. But in our daily life, we still behave as if they are permanent. Aber in unserem täglichen Leben verhalten wir uns noch immer so, als wären sie alle unvergänglich. And that is why the notion of impermanence cannot save you. Only the insight of impermanence can save you. Und deswegen kann uns auch nicht der Begriff der Vergänglichkeit erlösen, sondern lediglich die Einsicht in die Vergänglichkeit.
And impermanence is not a negative note in the song of life. Und Vergänglichkeit ist keine negative Note im Lied des Lebens. Because if there is no impermanence, life is impossible. Denn ohne Vergänglichkeit ist Leben nicht möglich. Without impermanence, how can your little girl grow up and become a beautiful young lady? Ohne Vergänglichkeit, wie kann euer kleines Mädchen aufwachsen und eine schöne junge Frau werden? Without impermanence, how can you hope to transform your suffering? Ohne Vergänglichkeit, wie könnt ihr hoffen, dass ihr euer Leid verwandeln werdet? You hope to transform your suffering because your suffering is impermanent. Ihr könnt hoffen, dass ihr euer Leid verwandeln werdet, weil euer Leid vergänglich ist. So impermanence is a positive note, and we should say long life impermanence. Vergänglichkeit ist also eine positive Note und wir sollten sagen, es lebe die Vergänglichkeit. The 14th exercise proposed here is contemplating non-craving. Und in der 14. Übung wird uns vorgeschlagen, das Nichtbegehren zu praktizieren. Because that person does not have the insight of does not practice mindfulness. She does not know that she already has enough condition to be happy in the here and the now. Denn jemand, der keine Achtsamkeit praktiziert, weiß nicht, oder sie wissen nicht, dass es bereits genug Bedingungen gibt, um im Hier und Jetzt glücklich zu sein. And that is why she is not capable of being happy in the here and the now. Und deswegen können er oder sie auch nicht im Hier und Jetzt glücklich sein. She tried to run after the object of her craving. Er oder sie versuchen dem Objekt ihres Begehrens nachzulaufen. In terms of fame, wealth, power. Etwa im Sinne von Ruhm oder Macht oder Geld. And we know that looking around, we see people who have plenty of these things, but who continue to suffer very deeply. Und wenn wir uns umsehen, dann sehen wir sehr wohl, dass es jede Menge Menschen gibt, die sehr viel von diesen Dingen haben, die aber dabei weiter leiden müssen. How much power do you need in order to be happy? Wie viel Macht brauchen wir, um glücklich zu sein? The President Barack Obama is supposed to have the most powerful man in America. Also Präsident Barack Obama ist angeblich der mächtigste Mann in Amerika. I don't think that he feels that he has enough power. Aber ich glaube nicht, dass er glaubt, dass er genug Macht hat. He wants to do so many things, but he lacks the power of doing these things. Er möchte gern so viele Dinge tun, hat aber nicht genug Macht, um sie alle zu verwirklichen. So you think that power can make you happy? That is a wrong view. Und wenn ihr glaubt, dass Macht euch glücklich machen kann, dann ist dies eine verkehrte Sicht. And there are so many wealthy people, and they do not have enough understanding and love in them. They suffer very deeply from their loneliness. Und es gibt so viele reiche Leute, die nicht genug Verständnis und Liebe in sich tragen, und sie leiden sehr tief unter ihrer Einsamkeit. When you want to catch a fish, you have to throw your line in the river, and the fish see the bait and want to bite. Wenn ihr einen Fisch angeln wollt, dann müsst ihr eure Angel auswerfen und dann wird der Fisch den Köder sehen und wird versuchen anzubeißen. If the fish bite because she has not seen the hook inside of the bait. Und der Fisch beißt an, weil der Fisch den Haken im Köder nicht gesehen hat. And that is why she is hooked up and she has to die. Und deswegen wird der Fisch am Ende aus dem Wasser gezogen und muss sterben. So we have to breathe in and look deeply into the object of our craving. Und deswegen sollten wir einatmen und tief in das Objekt in unseres Begehrens sehen. There are many dangers hidden in that object of craving. Und viele Gefahren sind in diesem Objekt unseres Begehrens verborgen. There are many kinds of hooks
hidden inside. Viele verschiedene Haken befinden sich darin. And running after that object craving, you may destroy your body and your mind. Und wenn ihr diesem Objekt eures Begehrens nachlauft, dann kann es sein, dass ihr euren Körper und euren Geist zerstören werdet. That is what we notice. Many people destroy themselves just running after the objects of their craving. Und dies ist, was wir bemerken können. Viele Menschen zerstören sich selbst lediglich, indem sie diesen Objekten ihres Begehrens nachlaufen. Meanwhile, other people see that true happiness is made of understanding and love. Indessen gibt es andere Menschen, die sehen können, dass wahres Glück aus Verständnis und Liebe gemacht ist. And the more they cultivate understanding and love, the happier they become. Und je mehr sie Verständnis und Liebe über Verständnis und Liebe kontemplieren, desto glücklicher werden sie. And that is why contemplating non-craving save you, help you to be liberated from craving. Und deswegen hilft uns das Betrachten, das Kontemplieren des Nichtbegehrens, uns von diesem Begehren zu befreien. Now we come to the 15th, which is the contemplation of Nirvana. Und jetzt kommen wir zur 15. Übung und hier geht es um die Betrachtung von Nirvana. Nirvana is our true nature of no birth, no death, no being, no non-being. Nirvana ist unsere wahre Natur, die Natur der Nichtgeburt, des Nichttodes, des Nichtseins und des Nicht-Nichtseins. Nirvana is insight that is free from all kind of notions. Nirvana ist eine Einsicht, die frei ist von allen möglichen Begriffen. It is possible to touch our nature of Nirvana during this life, even in the here and the now. Und es ist möglich, unsere Nirvana-Natur zu berühren in diesem Leben, selbst im Hier und Jetzt. The Buddhist term Nirvana is equivalent to the term God in Christianity and Judaism. Und dieser buddhistische Begriff des Nirvana ist in etwa die Entsprechung des Begriffes Gott im Christentum und im Judentum. There is a sutra in which the Buddha talk about Nirvana in a very lovely terms, positive. Es gibt ein Sutra, in welchem der Buddha über das Nirvana in sehr positiven, sehr liebevollen Begriffen spricht. There is a sentence I remember, the deers, they enjoy being in the countryside. Und ich erinnere mich an einen Satz, in dem gesagt wird, plenty of space for them to run and to enjoy themselves. Die Hirsche sind sehr gern auf dem Land unterwegs, weil dort sehr viel Platz für sie ist, auf dem sie herumlaufen können. And the birds, they enjoy the open sky. Und die Vögel erfreuen sich am offenen Himmel. The wise people, they enjoy Nirvana. Und die weisen Menschen erfreuen sich am Nirvana. Nirvana is available in the here and the now. Nirvana ist im Hier und Jetzt verfügbar. So in the Christian traditions, many of our friends have spoken about resting in God. In der christlichen Tradition haben viele unserer Freunde darüber in den Begriff in Gott ruhen gesprochen. You allow yourself to rest in God. Wir erlauben uns selbst, in Gott zu ruhen. It is like a wave resting on water. Etwa so wie eine Welle, die sich auf dem Wasser ausruht. Suppose there is a wave rising and falling on the surface of the ocean. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Welle, die auf der Oberfläche des Ozeans auf und abgeht. And while we observe the wave, we can see a beginning, an ending, a coming up, and a going down. Und während wir diese Welle betrachten, können wir einen Beginn sehen, wir können ein Ende sehen, wir können einen Aufstieg und einen Abstieg sehen. And the view, the notion of beginning, ending, going up, going down, may make the wave careful. Und diese Sichtweise, diese Sichtweise des Beginns, des Endes, des Auf und des Ab, machen die Welle ängstlich. The wave may think like this. Before this point, I did not exist.
And then when I come to the other point, I will become nothing again. Die Welle denkt sich vielleicht, also vor diesem Punkt habe ich noch nicht existiert und wenn ich zu diesem anderen Punkt komme, dann werde ich zu nichts werden. The wave is caught in the notion of birth and death, beginning and ending. Die Welle ist gefangen in den Begriffen von Geburt und Tod, von Beginn und Ende. The wave is caught in the notion of going up and going down. Die Welle ist gefangen in dem Begriff des Aufstiegs und des Abstiegs. The wave says that I am here, but after I come to the point D, I will not be there anymore. Die Welle sagt, ich bin jetzt hier, aber nachdem ich den Punkt D erreicht haben werde, werde ich nicht mehr da sein. The wave is caught in the notion of being and non-being. Die Welle ist gefangen in der Vorstellung vom Sein und vom Nichtsein. How could a wave be a happy wave if she is caught in these notions? Being, non-being, birth and death, coming up and going down. Aber wie kann die Welle eine glückliche Welle sein, wenn sie in diesen Vorstellungen gefangen ist, in diesen Vorstellungen von Anfang und Ende, von Geburt und Tod, von Aufstieg und von Abstieg? But there is an escape for the wave. Aber es gibt einen Ausweg für die Welle. There is an opportunity for the wave to be saved. Es gibt eine Möglichkeit für die Welle erlöst zu werden. That happened when she bent down and examined herself. And she discovered that she is also water. Und dies passiert, wenn die Welle nach unten blickt, sich selbst betrachtet und entdeckt, dass sie auch Wasser ist. She is a wave, that's right. But she is also water. That's important. Sie ist eine Welle, das ist richtig, aber sie ist auch Wasser und das ist sehr wichtig. And as a wave, you are described in terms of birth and death, up and down, being and non-being. But as water, you cannot be described in terms of being and non-being, up and down, birth and death. Und als eine Welle kann man beschrieben werden in den Begriffen, den Vorstellungen von Geburt und Tod, von Anfang und Ende, von Auf und Ab. Aber als Wasser kann man nicht in den Vorstellungen von Anfang und Ende, Geburt und Tod oder von Auf und Ab beschrieben werden. The moment when the wave realizes that she's water, she's free. She's free from all the notions, birth, death, being, non-being, up and down. In dem Augenblick, wo die Welle bemerkt, dass sie auch Wasser ist, ist die Welle frei. Sie ist frei von all diesen Vorstellungen, den Vorstellungen von Geburt und Tod, von Anfang und Ende, von Sein und Nichtsein, von Auf und von Ab. And dear friends, you think that our wave has to go and search for water? Und liebe Freunde, wenn ihr glaubt, dass unsere Welle jetzt losgehen muss, um nach dem Wasser zu suchen. She doesn't have to go and search for water because she is water in the here and the now. Die Welle braucht nicht loszugehen, um nach Wasser zu suchen, denn die Welle ist Wasser hier und jetzt. So the truth is that the practitioner doesn't have to go and look for Nirvana or to go and look for God. Die Wahrheit ist also, dass jemand, der praktiziert, nicht losgehen muss, um nach Nirvana zu suchen oder um nach Gott zu suchen. And she can enjoy Nirvana right here and right now. And like the wave, she can rest on water. She can rest on God in the here and the now. Und er oder sie können Nirvana im Hier und Jetzt genießen und wie die Welle können er oder sie in Gott ruhen oder im Wasser ruhen, wie die Welle. So with concentration, with mindfulness and concentration, we are able to touch our true nature of no birth, no death, no being, no non-being. Und mit Achtsamkeit und Konzentration sind wir in der Lage, unsere wahre Natur zu berühren, unsere wahre Natur der Nichtgeburt des Nichttodes, des Nichtseins und des Nicht-Nichtseins. We know that our cloud can never die. Wir wissen, dass unsere Wolke niemals sterben kann. A cloud can only become snow or rain or ice. A cloud can never become nothing.
Eine Wolke kann zu Schnee, sie kann zu Regen oder Eis werden, aber eine Wolke kann niemals nichts werden. And not only the true nature of no birth and no death is there in the cloud, but it is there for everything else, including ourselves. Und diese wahre Natur des, der Nichtgeburt und des Nichttodes ist nicht nur in der Wolke, sondern sie ist in allem anderen, einschließlich unser Selbst. A cloud cannot die. A cloud can become rain, and the cloud can look at the rain and smile and be free from fear. Eine Wolke kann nicht sterben. Eine Wolke kann zu Regen werden und sie kann den Regen ansehen und ihn anlächeln und sie kann frei von Angst sein. To be the cloud floating in the sky is a wonderful thing. Eine Wolke im Himmel zu sein ist etwas Wunderbares. And to become the rain falling down on earth and nourish everything is also a wonderful thing. Und der Regen zu sein, der auf die Erde fällt und alles nährt, ist ebenso etwas ganz Wunderbares. To become a river, to become the tea for people to drink every day is also a wonderful thing. Und zu einem Fluss zu werden, zu dem Tee zu werden, den die Menschen jeden Tag trinken, ist auch so etwas Wunderbares. And to become water vapor and to become a cloud is also a wonderful thing. Und zu Wasserdampf zu werden und wieder eine Wolke zu sein, ist ebenso etwas Wunderbares. And we know that our true nature is the nature of no birth and no death. Und wir wissen, dass unsere wahre Natur die Natur der Nichtgeburt und des Nichttodes ist. And we know that this insight corresponds with the what science has found out. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Und wir wissen, dass diese Einsicht in Übereinstimmung ist mit dem, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Nichts geht verloren, nichts kann erschaffen werden, alles wandelt sich. And that is the first law of thermodynamics. Und dies ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. And the last exercise of mindful breathing proposed by the Buddha is the practice of releasing notions, und letting die, go. Die letzte Übung des achtsamen Atmens, die vom Buddha vorgeschlagen wurde, ist die Übung des Loslassens von Begriffen. Die Übung des Loslassens. Notions of birth and death, being and non-being, are only notions that are the foundation of our fear and anxiety. Begriffe, Vorstellungen, wie die Vorstellungen von Geburt und Tod, von Sein und von Nichtsein, sind lediglich Vorstellungen und sie sind die Grundlage unserer Angst. Letting go of these notions make you free and you can touch your true nature, Nirvana, God. Diese Vorstellungen loszulassen wird euch befreien und ihr könnt mit Nirvana, ihr könnt mit Gott in Berührung kommen. I have found out that in order to understand the teaching of the Buddha, the teaching of Jesus Christ, you have to try to remove your dualistic way of thinking. Ich habe herausgefunden, dass um die Lehre des Buddha, die Lehre von Jesus Christus zu verstehen, man die dualistische Art und Weise des Denkens loswerden muss. Many of us misunderstand the teaching of the Buddha and the teaching of Jesus Christ. Und viele von uns missverstehen die Lehre des Buddha und die Lehre von Jesus Christus. When we observe the Father and the Son, we may think that the Father is one person and the Son is a completely other person. Wenn wir den Vater und den Sohn betrachten, dann denken wir vielleicht, dass der Sohn eine Person ist und der Vater eine ganz davon verschiedene. But when you look deeply into the person of the Son, you see the presence of the Father in every cell of the Son. Aber wenn wir tief in die Person des Sohnes sehen, dann sehen wir die Anwesenheit des Vaters in jeder Zelle des Sohnes. Even if you get angry at your father, even if you don't want to have anything to do with your father, you cannot remove your father from you. Selbst wenn wir auf unseren Vater wütend sind, selbst wenn wir unseren Vater loswerden wollen, können wir unseren Vater nicht aus uns selbst entfernen.
Because the fact is that your father is present in every cell of your body. Denn die Tatsache ist die, dass unser Vater in jeder Zelle unseres Körpers vorhanden ist. And that is why when you get angry at your father, you get angry at yourself. Und deswegen, wenn ihr mit eurem Vater wütend seid, dann seid ihr wütend mit euch selbst. Suppose the plant of corn get angry at the seed of corn. Stellen wir uns mal vor, die Maispflanze ist wütend auf das Samenkorn. Remember the time when we talked to the children in the retreat? Erinnert ihr euch dran, als wir mit den Kindern über die Maispflanze gesprochen haben? I do not see the seed of corn anymore. Ich kann das Samenkorn, das Maiskorn nicht mehr sehen. But that does not mean that the seed of corn has died. Aber das bedeutet nicht, dass das Maiskorn gestorben ist. If the seed of corn has died, how come that the plant of corn is there? Wenn das Maiskorn gestorben ist, wie kommt es dann, dass die Maispflanze hier ist? So even if I don't see the form of the seed of corn is always there in the plant of corn. So selbst wenn ich dieses Maiskorn in seiner Form nicht mehr sehe, dieses Maiskorn ist immer in der Maispflanze vorhanden. So with the practice of deep looking, the son will see that he come from his father. He is the continuation of his father. He is his father. Und mit Hilfe der Praxis des tiefen Sehens wird der Sohn sehen, dass er im Vater ist, dass er die Fortsetzung des Vaters ist, dass er der Vater ist. Father, you cannot take the father outside of the son. You cannot take the son outside of the father in a way that the left cannot be taken out of the right and the right from the left. Wir können den Sohn nicht aus dem Vater herausnehmen und wir können den Vater nicht aus dem Sohn herausnehmen, ebenso wenig wie wir die Linke aus der Rechten oder die Rechte aus der Linke herausnehmen können. This morning we have learned how to bow to a Buddha. Sister Zhuo instructed us. Heute Morgen haben wir gelernt, uns vor dem Buddha zu verbeugen. Schwester Juwel hat uns darin eingewiesen. Before we bow to Buddha, we say, "Dear Buddha, I know you are in me and I am in you." Und bevor wir uns vor dem Buddha verneigen, sagen wir, lieber Buddha, ich weiß, ich bin in dir und du bist in mir. If I am only me and you are only you, there is no possible communion between us. Wenn ich nur ich bin und du nur du bist, dann kann es zwischen uns keine Kommunion geben. And with that insight of interbeing, communication become possible between you and the Buddha, you and God. Und mit dieser Einsicht des Interseins wird die Kommunikation zwischen euch und dem Buddha, zwischen euch und Gott möglich. And this teaching is available in the gospel. Und diese Lehre ist auch in den Evangelien verfügbar. In John we read, "One day you will see I am in my Father, and you are in me, and I am in you." This is really the teaching of interbeing in the gospel. Wir lesen im Johannesevangelium, eines Tages wirst du sehen, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Und dies ist die wirkliche Lehre des Interseins im Evangelium. Speaking of the Trinity, you see that God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, you cannot take one out of the two others. Und wenn wir über die Dreieinigkeit sprechen, dann sehen wir, dass Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist, dass keiner aus dem anderen herausgenommen werden kann. When you look at the Son, you should be able to see the Father and the Holy Spirit. Wenn ihr den Sohn seht, dann solltet ihr in der Lage sein, den Vater und den Heiligen Geist zu sehen. If you have not seen the Father and the Holy Spirit in the Son, you have not seen the Son. Wenn ihr den Vater und den Heiligen Geist nicht im Sohn gesehen habt, dann habt ihr den Sohn nicht gesehen. If you have not seen the seed of corn, you have not seen the plant of corn. Wenn ihr das Maiskorn nicht gesehen habt, dann habt ihr die Maispflanze nicht gesehen. And that is why training ourselves to look in a non-dualistic way, we can understand the teaching of the Buddha and of Jesus much better, deeper. Und deswegen, wenn wir uns selbst darin trainieren, in einer nicht-dualistischen Weise zu sehen, können wir die Lehre des Buddha und die Lehre von Jesus Christus besser, tiefer verstehen. Yesterday a child asked me in a question and answer a question, "Dear Thay, how come there are so many
religious traditions. Gestern in Frage und Antwort, in der Frage- und Antwortsitzung hat mich ein Kind gefragt, lieber Thay, wie kommt es, dass es so viele verschiedene Religionen gibt? And I said that, well, it's good to have many religious traditions. Und ich habe gesagt, es ist schön, dass es so viele verschiedene religiöse Traditionen gibt. It's good to have many kinds of flowers. Es ist gut, so viele verschiedene Blumen zu haben. Imagine if you only have one kind of flower. Stellt euch vor, es gäbe nur eine Sorte Blumen. Whether it is tulip or rose. Ob es nun Tulpen oder Rosen sind. It's wonderful to have thousands and thousands of varieties of flowers. Es ist wunderbar, dass es tausende verschiedene Blumensorten gibt. The essential is that the flowers do not fight each other. Das Wichtige ist, dass die Blumen nicht anfangen, sich zu bekämpfen. The flower should not say, I am the only flower, true flower, you are all fake flowers. Eine Blume sollte nicht zu den anderen sagen, also ich bin die einzige wahre Blume, ihr anderen, ihr seid alle falsche Blumen. And that kind of thinking can result in conflict, war, destruction. Und diese Art des Denkens kann in Krieg, in Zerstörung enden. When we look at all flowers deeply, we discover that although the appearance are different, but flowers are made very much of the same substance. Und wenn wir tief in die Blumen sehen, dann können wir erkennen, dass obwohl die äußere Erscheinung etwas anders aussieht, bestehen alle Blumen im Grunde aus der gleichen Substanz. Every flower, every kind of flower has sunshine and cloud in them. Jede Blume enthält Sonnenschein und Wolken. It would be funny if flowers fight each other. Es wäre doch sehr seltsam, wenn Blumen anfangen würden, sich zu bekämpfen. So tolerance, inclusiveness is something possible when we touch Nirvana, we touch God, we touch our true nature, the ground of interbeing. Und Toleranz, Einschließlichkeit ist sehr wohl möglich, wenn wir in der Lage sind, Nirvana, die wahre Natur des Interseins, zu berühren. There are two kinds of truth, the conventional truth and the ultimate truth. Es gibt zwei Arten der Wahrheit, die herkömmliche und die endgültige Wahrheit. And learning Christianity, learning Buddhism, we should remember there are two levels of truth. Und wenn wir uns mit Christentum, wenn wir uns mit Buddhismus beschäftigen, sollten wir uns daran erinnern, dass es zwei Ebenen der Wahrheit gibt. In the conventional level, we see suffering and happiness are two different things. Und auf der herkömmlichen Ebene der Wahrheit sehen wir Leid und Glück als zwei voneinander getrennte verschiedene Dinge. Suffering is only suffering and happiness is only happiness. Leid ist nur Leid und Glück ist nur Glück. It's like a father can only be father and son can only be son. Etwa so, wie wenn wir sehen, denken, dass ein Vater nur ein Vater und ein Sohn nur ein Sohn sein kann. That is the truth. Okay, but that is only the conventional truth. Also, das stimmt schon soweit, aber es ist eben nur die herkömmliche Wahrheit. So, learning the Four Noble Truths, we see ill-being, the roots of ill-being, well-being, the path leading to well-being. Und wenn wir die vier edlen Wahrheiten lernen, sehen wir Unwohlsein, die Wurzeln des Unwohlseins, Wohlsein und der Pfad, der zum Wohlsein führt. There are four kinds of truth. Vier verschiedene Arten von Wahrheit. But when we come down to the nature of the fourth, we can see the nature of interbeing. Wenn wir uns aber auf den Grund der Natur dieser vier begeben, dann sehen wir die Natur des Interseins. In this retreat we have learned that suffering has a role to play in making happiness. Und wir haben in diesem Retreat gelernt, dass Leid eine Rolle im Glück zu spielen hat. And if you do not know how to recognize suffering, embrace suffering and look deeply into the nature of suffering, you would not see the path of practice that can lead to the cessation of suffering and the presence of happiness.
Und wenn wir nicht wissen, wie wir tief in das Leid blicken können, das Leid erkennen und es umarmen können, dann werden wir nicht wissen, wie wir den Weg finden können, der zum Ende des Leids und zum Beginn des Glücks führt. And we have learned that understanding suffering help love and compassion to be born. Und wir haben gelernt, dass Leid zu verstehen dabei hilft, Liebe und Mitgefühl zu erschaffen. When you do not understand the suffering of the other person, you cannot love him or make him happy. Wenn wir das Leid des oder der anderen nicht verstehen, dann werden wir es nicht vermögen, sie oder ihn glücklich zu machen. When you see his suffering and understand the nature of his suffering, you are not angry at him anymore. Instead, you try to do something in order to help him suffer less. Wenn wir ihr oder sein Leid verstehen, dann werden wir nicht mehr auf ihn oder sie wütend oder ärgerlich sein und wir werden etwas tun wollen, um ihr dabei zu helfen, glücklich zu sein, weniger zu leiden. So understanding suffering has the power of generating love in order to transform suffering into happiness. Leid zu verstehen hat also die Macht, Liebe herbeizuführen, was dabei hilft, Leid in Glück zu verwandeln. We know that if there is no mud, we cannot grow lotus flower. Und wir wissen, dass wir ohne Schlamm keine Lotusblumen wachsen sehen können. And a good practitioner is someone who can make good use of suffering in order to create compassion and happiness. Und jemand, der richtig praktiziert, wird wissen, wie er den Schlamm richtig nutzt, um daraus Glück und Liebe zu machen. And looking at suffering and happiness like that, we see the connection between these two things. Und wenn wir das Glück und das Leid so betrachten, dann sehen wir die Verbindung zwischen den beiden. So on the level of conventional truth, we see suffering and happiness as two different things, but with meditation we touch the nature of interbeing and we are free from discrimination when we come to the depth of reality. So auf der Ebene der herkömmlichen Wahrheit sehen wir Leid und Glück als zwei voneinander verschiedene Dinge, aber mit Hilfe der Meditation gelangen wir auf den Grund und sehen die Natur des Interseins zwischen den beiden. In studying Buddhism, you should allow yourself to follow the principle of the separate investigation of the phenomenal and the noumenal. Und wenn ihr Buddhismus praktiziert, solltet ihr es euch ermöglichen, die getrennte Untersuchung des Phänomenalen und des Noumenalen zu praktizieren. The separate investigation of the phenomenal, the phenomena, and the noumena. Getrennte Untersuchung, die getrennte Erforschung des Phänomenalen und des Noumenalen. This is the level of the wave, and this is the level of the water. Dies hier ist die Ebene der Welle, und darunter ist die Ebene des Wassers. On the level of the conventional truth, we can see the beginning, the end, of the being and the non-being of a wave. Auf der Ebene der herkömmlichen Wahrheit sehen wir den Anfang und das Ende, das Nichtsein und das Sein der Welle. We are still caught in notions of birth and death, of being and non-being. Und wir sind immer noch gefangen in den Vorstellungen von Geburt und Tod, von Sein und von Nichtsein. But because we know how to look with mindfulness and concentration, very soon we see the connection between all things. Aber weil wir mit Achtsamkeit und Konzentration in die Dinge schauen, sehen wir sehr bald die Verbindung zwischen allem. And we remove all discrimination. Und wir entfernen alle Diskriminierung. And we touch the ultimate truth. Wir berühren die endgültige Wahrheit. And when touching the ultimate truth, there is no discrimination left. Und wenn wir die endgültige Wahrheit berühren, ist keine Diskriminierung mehr übrig. So this morning when we chanted the Heart Sutra, we hear that there is no ill being,
no cause of ill-being, no end of ill-being, and no path. Und als wir das Herzsutra gehört haben, haben wir gehört, dass es kein Unwohlsein gibt, keine Ursache des Unwohlseins, kein Ende des Unwohlseins und keinen Pfad. And that statement contradicts the teaching of the Buddha in the beginning. There is ill-being, there is cause of ill-being, there is the end of ill-being, then there is a path leading to the cessation of ill-being. Und diese Aussage ist in Widerspruch zu der Aussage des Buddha, in der gesagt wird, zunächst ist da Unwohlsein, dann gibt es die Ursache des Unwohlseins, das Ende des Unwohlseins und einen Pfad, der zum Ende des Unwohlseins führt. Does the Buddha contradict himself? Hat sich der Buddha nun selbst widersprochen? And there is a time he said there is ill-being, there is well-being, and now he say there is no being, no ill-being, there is no well-being. Also einmal erzählt er, es gibt Unwohlsein und das Ende des Unwohlseins und einen Pfad zum Ende des Unwohlseins, und das andere Mal sagte, es gäbe gar kein Unwohlsein und kein Ende des Unwohlseins und auch keinen Pfad. If you see the contradiction because you do not study Buddhism with the principle of the separate investigation of the phenomena and the noumena. Also wenn ihr das als einen Widerspruch seht, dann studiert ihr den Buddhismus eben nicht nach dem Prinzip der getrennten Erforschung des Phänomenalen und des Nominalen. And that is why to consider the ultimate on the same level with the conventional is a wrong thing to do. Und deswegen ist die Betrachtung des Ultimativen, des Endgültigen auf der gleichen Ebene mit dem Herkömmlichen eine verkehrte Sicht, etwas Falsches. You can compare this wave with other waves. Also ihr könnt diese Welle mit anderen Wellen vergleichen. And you may say that this wave is smaller, this wave is bigger, and so on. Ihr könnt sagen, also diese Welle ist vielleicht kleiner, die andere ist vielleicht größer und so weiter. You can do that because you are still on the level of the waves. Und ihr könnt das machen, weil ihr immer noch auf der Ebene der Wellen seid. But when you come to water, aber wenn ihr zum Wasser you kommt, cannot deal with the water the same way you deal with the waves. Könnt ihr mit dem Wasser nicht in derselben Art und Weise umgehen wie mit den Wellen. The same thing is true when you deal with Nirvana and God. Und das Gleiche gilt auch, wenn ihr mit Nirvana oder mit Gott umgeht. You can not say that I am this wave and God is this wave, which is 1,000 times bigger than me. Ihr könnt nicht sagen, also ich bin diese Welle und Gott ist diese andere Welle, die vielleicht 1,000-mal größer ist als ich. That way we mix up the phenomenal and the noumenal. Wenn wir das tun, vermischen wir das Phänomenale mit dem Nominalen. God is water, what is the ground and not the phenomenon. Gott ist das Wasser, Gott ist der Grund, Gott ist nicht das Phänomen. Nirvana cannot be described in terms of birth and death, to be or not to be. Nirvana kann nicht beschrieben werden in den Begriffen von Geburt und Tod, von Sein und Nichtsein. And God is the ultimate. You cannot describe God in terms of being and non-being, birth and death. Und Gott ist das Endgültige, und ihr könnt Gott nicht beschreiben in den Begriffen von Geburt und Tod, von Sein und Nichtsein. The notion of being, of beginning and ending cannot be applied to God. Die Vorstellung von einem Beginn und von einem Ende kann nicht auf Gott angewandt werden. The notion of being and non-being cannot be applied to God either. Und die Vorstellung von Sein und Nichtsein kann ebenso wenig auf Gott angewandt werden. You can speak of the being and the non-being of wave, but you cannot speak of the being and non-being of the water. Ihr könnt vom Sein oder Nichtsein von Wellen sprechen, aber ihr könnt nicht vom Sein und Nichtsein des Wassers reden. I found the expression resting on God is a very beautiful, wonderful expression. It's like the statement in the Nirvana Sutra, wise people, they prefer enjoying Nirvana. Und mir gefällt diese Beschreibung des Ruhens in Gott sehr gut.
Es ist etwa so wie in dem Sutra, in dem gesagt wird, weise Menschen bevorzugen es, Nirvana zu genießen. And Nirvana is not something you look for in the future after you die. Nirvana ist nicht etwas, nach dem ihr in der Zukunft sucht, nachdem ihr gestorben seid. Nirvana is available in the here and the now. Nirvana ist im Hier und Jetzt verfügbar. For the wave, she knows very well that she does not have to go and look for water. Die Welle weiß sehr wohl, dass sie nicht losgehen muss, um nach Wasser zu suchen. Her ground of being is water. Ihr Grund, das Grund ihres Seins, ist Wasser. She can enjoy being water in the here and the now. Und sie kann es genießen, Wasser im Hier und Jetzt zu sein. So the same thing is true with the kingdom of God. Das Gleiche gilt auch für das Reich Gottes. The kingdom of God is now. Das Reich Gottes ist jetzt. And it is possible for us to rest in God in the present moment. Und es ist möglich für uns, im gegenwärtigen Moment in Gott zu ruhen. Resting in God means touching our true nature of no birth and no death. In Gott zu ruhen bedeutet, unsere wahre Natur von Nichtgeburt und Nichttod zu berühren. There are three kinds of concentrations that can be found in every Buddhist tradition, north or south. Es gibt drei Arten der Konzentration, die in allen buddhistischen Traditionen, ob nun im Süden oder im Norden, gefunden werden können. And they are described as the three doors of liberation. Diese drei Arten der Konzentration werden auch als die drei Tore zur Befreiung bezeichnet. The first door of liberation is emptiness. Und das erste Tor zur Befreiung ist die Leere mit zwei E, Leerheit. The second is signlessness. Das zweite Tor ist die Zeichenlosigkeit. And the third is aimlessness. Und das dritte Tor ist die Absichtslosigkeit. Emptiness is very powerful. It is not nothingness. Leerheit, Leere ist etwas sehr Machtvolles, es ist nicht nichts. Emptiness is the nature of everything, the true nature of anything. Leerheit ist die wahre Natur von allem. Thanks to emptiness, everything is possible. Und dank der Leerheit ist alles andere möglich. When we look into a flower like this, we see the flower carries the whole cosmos in herself. Wenn wir eine Blume betrachten, können wir sehen, dass die Blume den gesamten Kosmos in sich trägt. We see the sunshine in here. Wir sehen den Sonnenschein. We see the cloud. Wir sehen die Wolke. We see the earth. Wir sehen die Erde. And if we continue, we see that the whole cosmos have come together in order to produce this wonder. Und wenn wir weiterhin sehen, sehen wir, dass der gesamte Kosmos zusammengekommen ist, um dieses Wunder zu produzieren. God and the kingdom of God is available in this flower. Gott und das Reich Gottes sind in dieser Blume verfügbar. Enlightenment, Nirvana, is also in this flower. Und Erleuchtung, Nirvana, sind auch in dieser Blume. So actually, the flower is full of the cosmos, everything. Das heißt, die Blume ist angefüllt mit dem gesamten Kosmos, mit allem. But there is one thing that is not there in the flower. Aber es gibt eines, was nicht in dieser Blume ist. What is that one thing? Was ist dieses eine? That is a separate existence. Es ist eine abgetrennte Existenz. A flower is made only of non-flower elements. Die Blume besteht nur aus Nicht-Blume-Elementen. Sunshine, cloud are non-flower elements. Sonnenschein und Wolke sind Nicht-Blume-Elemente. In fact, she is made only of non-flower elements. Also tatsächlich besteht die Blume ausschließlich aus Nicht-Blume-Elementen. And if we remove all these non-flower elements, the flower will not be there anymore. Und wenn wir diese Nicht-Blume-Elemente aus der Blume herausnehmen, dann gibt es keine Blume mehr. So, she is full of everything, but she does not have a separate existence.
Die Blume ist also voll mit allem von allem anderen, aber sie hat keine eigene Existenz. Please listen. A flower cannot be by herself alone. She has to intervene with all the cosmos. Bitte hört genau zu. Eine Blume kann nicht an und für sich allein sein. Sie muss mit dem ganzen Kosmos inter sein. So in this insight, to be is to intervene. Und in dieser Einsicht finden wir, zu sein ist Intersein. And that is emptiness. Und dies ist Leerheit. Emptiness does not mean that the flower is not there. She is well there. Leerheit bedeutet nicht, dass die Blume nicht da ist. Sie ist ja wohl da. She is devoid of a separate existence. Aber sie hat keine eigene Existenz, keine getrennte Existenz. She cannot be by herself alone. She can only interbe with everything else. Sie kann nicht für sich allein sein. Sie kann nur mit allem anderen inter sein. The same way with the right and the left. The left cannot be by itself alone. It has to interbe with the right. Das gleiche wie mit der linken und der rechten. Die linke kann nicht für sich alleine sein, sie muss mit der rechten inter sein. The body and the mind also. You cannot take the body out of the mind and the mind out of the body. Body and mind inter are. Und so ist es auch mit Körper und Geist. Wir können nicht den Geist aus dem Körper nehmen oder den Körper aus dem Geist. Körper und Geist inter sind. So when you observe reality, with mindfulness and concentration, you'll be able to touch the nature of emptiness, interbeing, that you liberate you from all kind of fear and anxiety. Und wenn ihr die Wirklichkeit mit Achtsamkeit und Konzentration betrachtet, dann werdet ihr die wahre Natur des Interseins berühren und dies wird euch von eurer Furcht befreien. And when your cloud is no longer seen in the sky, don't think that it is already dead. Und wenn ihr eure Wolke am Himmel nicht mehr sehen könnt, glaubt nicht, die Wolke sei gestorben. Your cloud has not passed from the realm of being into the realm of non-being. Eure Wolke ist nicht aus dem Reich des Nichtseins, des Seins in das Reich des Nichtseins übergegangen. And if you drink your cloud mindfully and with concentration, you realize that your cloud is still there in her new form. Und wenn ihr eure Wolke mit Achtsamkeit und Konzentration trinkt, werdet ihr verstehen, dass eure Wolke immer noch da ist in einer neuen Form. Well, so every morning when you drink your tea in such a way that you can smile to the cloud in your tea. Und so bitte, wenn ihr euren Tee trinkt, trinkt euren Tee so, dass ihr der Wolke in eurem Tee zulächeln könnt. When the cloud disappears in the sky, you should not cry, because your cloud has not died. Ihr braucht nicht zu weinen, wenn eure Wolke nicht mehr am Himmel ist, denn eure Wolke ist nicht gestorben. Your cloud is still there in another form. Eure Wolke ist immer noch da in einer anderen Form. And you have to recognize her in her new form, new sign. Und ihr solltet sie in ihrer neuen Form, in ihrem neuen Zeichen erkennen können. It is impossible for a cloud to die. It is impossible for your beloved one to die. Es ist unmöglich für eine Wolke zu sterben und auch euer geliebter Mensch kann nicht sterben. If you look deeply, you can still recognize your beloved one in her new form of manifestation. Und wenn ihr tief genug seht, werdet ihr in der Lage sein, euren geliebten Menschen in ihrer oder seiner neuen Form der Manifestation zu erkennen. So looking like that, you are free from sign. Und wenn ihr so seht, seid ihr frei von Zeichen. You are not caught by the form of the cloud, because now you can recognize your beloved cloud in the form of snow or rain. Ihr seid nicht gefangen in der Form der Wolke. Ihr könnt eure Wolke jetzt in der Form des Schnees oder des Regens erkennen. If you know how to look at things with the eyes of signlessness, you are free from grief and despair. Und wenn ihr es versteht, die Dinge mit der Praxis der Zeichenlosigkeit zu betrachten, werdet ihr von Verzweiflung und Trauer frei sein. That is why meditation, concentration on signlessness help you to be free from despair, from anguish, from sorrow, from grief.
Und deswegen hilft euch die Meditation, die Konzentration der Zeichenlosigkeit, euch zu befreien von Furcht, von Trauer, von Sorge. Because the nature of your beloved one is also the nature of no birth and no death. Denn die Natur eures geliebten Menschen ist auch die Natur der Nichtgeburt und des Nichttodes. Our ancestors have not disappeared. They have not died. Unsere Vorfahren sind nicht verschwunden, sie sind nicht gestorben. And if we breathe deeply and touch our own body, we know that they are still alive in every cell of our body. Und wenn ihr tief atmet und euren eigenen Körper berührt, dann werdet ihr wissen, dass die Vorfahren in jeder Zelle eures Körpers lebendig sind. So signlessness is a broader door of liberation if you know how to look with the concentration of signlessness. You are free from all kind of fear and despair and anxiety. Zeichenlosigkeit ist ein weites Tor zur Befreiung. Wenn ihr es wisst, wie ihr mit der Konzentration der Zeichenlosigkeit sehen könnt, dann werdet ihr frei sein von Angst, von Sorge, von Furcht. Aimlessness is another door of liberation. Und die Absichtslosigkeit ist ein weiteres Tor zur Befreiung. You are already a wonder. Don't try to be someone else, something else. Ihr seid bereits ein Wunder. Versucht nicht, jemand anders zu sein. Mother Earth is in you. The kingdom of God is in you. Die Mutter Erde ist in euch. Das Reich Gottes ist in euch. And you don't have to go and look for Nirvana. You don't have to go and look for the kingdom of God. It is available in the here and the now. Und ihr braucht nicht loszugehen, um nach Nirvana zu suchen oder nach dem Reich Gottes zu suchen. Sie sind im Hier und Jetzt verfügbar. You are already what you want to become. Ihr seid bereits, was ihr werden wollt. The wave is already water. She doesn't have to go and look for water. Die Welle ist bereits Wasser und sie braucht nicht losgehen, um nach Wasser zu suchen. The moment when you realize that Nirvana is your true nature, God is your foundation, and then you don't run anymore. In dem Augenblick, wo ihr erkennt, dass Nirvana eure Natur ist, dass Gott der Grund, euer Grund ist, and you are able to enjoy every minute that is given you to be, braucht ihr nicht mehr loszurennen, nach nichts mehr zu suchen, und ihr könnt jede einzelne Minute, jeden Moment genießen. And true happiness is possible when you know how to look at reality with the eyes of aimlessness. Und das wahre Glück ist möglich, wenn ihr es versteht, die Wirklichkeit mit den Augen der Absichtslosigkeit zu sehen. You know that there is nothing to obtain. Ihr wisst, dass es nichts zu erreichen gibt. Everything is already there and happiness is possible in the here and the now. Alles ist bereits vorhanden und Glück ist im Hier und Jetzt möglich. As I have said, these three concentrations practice are available in every Buddhist tradition. Und wie ich gesagt habe, sind diese drei Konzentrationen in allen buddhistischen Traditionen erhältlich. And contemplating one of the three can help liberate yourself, and also salvation can be obtained by this practice. Und eine dieser Konzentrationen zu betrachten, über eine dieser Konzentrationen zu kontemplieren, kann euch dabei helfen, euch zu befreien, und Erlösung kann durch diese Praxis möglich werden. One day I asked a Catholic priest in Rome, what is the Holy Spirit? Ich habe eines Tages mal einen katholischen Priester in Rom gefragt, was ist der Heilige Geist? And he said, hey, the Holy Spirit is the energy of God. Und er hat gesagt, Tai, der Heilige Geist ist die Energie Gottes. And then suddenly in my mind it dawned that the Holy Spirit is the energy of mindfulness, concentration and insight. Und plötzlich wurde mir klar, dass der Heilige Geist die Energie der Achtsamkeit, der Konzentration und der Einsicht ist. Where the Holy Spirit is, there is transformation and healing. Dort, wo der Heilige Geist ist, da sind Transformation und Heilung. Where there is mindfulness, concentration and healing, there is healing. Wo es Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht gibt, da gibt es auch Heilung. And if the Holy Spirit is God,
is the energy of God, and then the energy of mindfulness, concentration, and insight are also the Holy Spirit, the energy that can help us transform and heal. Und wenn der Heilige Geist die Energie Gottes ist, dann sind auch Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht der Heilige Geist die Energien, die zur Transformation und Heilung führen. And the Holy Spirit is not only in the Father, they are also in the Son. Und der Heilige Geist ist nicht nur im Vater, er ist auch im Sohn. We don't have to go and look for mindfulness, concentration and insight from a Buddha. Wir brauchen nicht loszugehen und nach Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht von einem Buddha zu suchen. Every one of us has the capacity to be mindful, concentrated and obtaining insight. Jeder von uns hat die Fähigkeit, achtsam zu sein, sich zu konzentrieren und Einsicht zu erlangen. That is the presence of the Holy Spirit in us. Und dies ist die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. And we are going to be liberated, to be saved by this energy of God, the energy of mindfulness, concentration and insight. Und wir werden von dieser Energie Gottes in uns erlöst werden, der Energie der Achtsamkeit, der Konzentration und der Einsicht. Dear friends, we have been able to be together practicing watering the good citizens in the last 6 days. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind hier zusammen gewesen und sind in der Lage gewesen, die guten Samen in uns über 6 Tage lang zu wässern. It is our desire that you can bring this practice home and continue to nourish your peace, happiness and joy. Und wir wünschen uns, dass ihr diese Praxis mit nach Hause nehmt und damit fortfahrt, euren Frieden, eure Freude zu nähren. Remember, happiness is possible here and now. Bitte erinnert euch daran, Glück ist im Hier und Jetzt möglich. And mindfulness is a source of happiness. Und Achtsamkeit ist eine Quelle des Glücks. And as practitioners, we are always capable of generating the energy of mindfulness and joy every moment. Und als jemand, der praktiziert, wissen wir, wie wir in jedem Moment die Energie der Achtsamkeit und der Freude generieren können. Have a good continuation of the practice and we see each other again in the next retreat. Ich wünsche euch eine gute Fortführung eurer Praxis und wir sehen uns wieder im nächsten Retreat.